Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Fotografie, ich möchte Sie alle bei unserer heutigen Online-Ausstellungseröffnung herzlichst begrüßen. Die Form ist zwar etwas ungewöhnlich, aber gemäß den aktuellen Covid-Regelungen darf man leider keine Präsenzveranstaltungen halten. Dennoch freue ich mich sehr, Sie, wenn auch nur virtuell, begrüßen zu dürfen. New Visegrad Fotografie ist der Titel der Ausstellung, die letztes Jahr in Ungarn ins Leben gerufen wurde und seitdem als Wanderausstellung in Mitteleuropa herumreist und nach Prag, Rom, Belgrad und Bratislava nach Wien gekommen ist. Es geht um eine einzigartige Initiative, um eine Gruppenausstellung aus den Werken junger Fotografinnen und Fotografen aus der Visegrad-Region und im Zeichen der kulturellen Zusammenarbeit in Mitteleuropa, auch aus Serbien. Insgesamt 24 Künstlerinnen und Künstler wurden zum Projekt ausgewählt und haben nun die Chance, sich ihre Werke vorzustellen. Die Ausstellung versucht, die Gemeinsamkeiten hervorzuheben, denn trotz der nationalen Besonderheiten und der verschiedenen Bildungskonzepte der Kunstuniversitäten der einzelnen Länder finden wir bei den Fotos gemeinsame Themen, Motive und Phänomene. Ungarn wird durch die Werke von 10 Künstlerinnen und Künstlern repräsentiert, die an der Moholina Universität für Kunst und Design sowie an der Universität Kaposvár und an der Budapest Metropolitan Universität studiert haben. Ich möchte Sie auch darauf aufmerksam machen, dass die Vernissage zwar online stattfindet, aber da die Museen und Galerien in Wien wieder geöffnet haben, kann die Ausstellung zu unseren Öffnungszeiten auch persönlich besichtigt werden. Und schließlich möchte ich mich bei meinen Kollegen Mojmir Jezabek, Direktor des Tschechischen Kulturzentrums, Igor Skoček, Direktor des Slowakischen Kulturinstitutes und Rafał Sobczak, Direktor des Polnischen Institutes, für ihre Bereitschaft bedanken, ein paar Gedanken anlässlich der Ausstellung und des 30-jährigen Jubiläums der Visegrad-Gruppe mit uns geteilt zu haben. Schönen Abend, meine Damen und Herren. Ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass wir diese Ausstellung heute hier im Collegium Hungaricum eröffnen oder mit eröffnen dürfen. Vielen Dank an unsere ungarischen Freunde für diese Initiative. New Visegrad ist ein schöner Titel, New Visegrad Fotografie in diesem Falle. Wir sind hier in Wien alle sehr froh, dass wir im Rahmen von Visegrad Gruppe so gut kooperieren können mit unseren Freunden in anderen Kulturinstituten und dass wir ab und zu eine gemeinsame Initiative auch der Öffentlichkeit zeigen können. Diese Ausstellung hat mich sehr begeistert, muss ich sagen. Sie zeigt eine junge Generation von Fotografinnen und Fotografen und Künstlerinnen und Künstlern, die im Prinzip so im Ablauf oder Verlauf oder Durchschnitt durch die Ausstellung alle wichtigen Themen, die die heutige Zeit bewegt, bearbeiten. Vielleicht ausgenommen Covid, aber den haben wir sowieso mehr als genug. Nein, ganz ernst jetzt, ich bin sehr froh, dass die tschechische Repräsentation wirklich hochrangig ist. Mindestens die Schule, die Leute nominierte, das ist die Prager Filmakademie, die gehört zu den besten, glaube ich, in der ganzen Welt, kann man sagen. Ohne Übertreibung, es ist eine Schule, wo zum Beispiel jahrzehntelang bis zu dem gezwungenen Exil Milan Kundera unterrichtete, woher die ganze Welle der Regisseuren der fantastischen Filme der 60er Jahre kam in der Tschechoslowakei. Also wie man sieht, hier gibt es auch fantastische Künstler dort, auch heutzutage. Also alles
Gute für diese Ausstellung und hoffentlich bei der nächsten Gelegenheit auch bei uns im Tschechischen Zentrum in Wien. Danke sehr. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Fotografie, ich freue mich sehr über diese Fotoausstellung von jungen Künstlern der Visegrad-Gruppe und Serbien. Es ist ein weiteres Beispiel dafür, dass wir wollen, nicht nur die politische, aber auch die kulturelle Werte zu teilen. Es freut mich auch, dass diese Ausstellung von internationalen Visegrad-Fonds gefördert wird. Dieser Fonds unterstützt insbesondere die regionale und grenzüberschreitende Projekte von jungen Menschen in Ost- und Mitteleuropa, wie zum Beispiel in diesem Fall die jungen Künstler. Dazu gehören auch die junge slowakische Studenten Luboš Kotlár, Lea Kálazi und Leontina Berková, die sich auf dieser Ausstellung präsentieren. Ich habe schon ihre Werke im Internet gesehen und ich muss sagen, trotz ihrer Jugend sind sie bereits sehr erfahrene Autoren. Ich habe auch diese schöne Ausstellung schon durchgesehen und so viele emotionale Fotos habe ich schon lange nicht gesehen. Also die New Visegrad Photography ist eine einzigartige Initiative. Es zeigt uns neue Wege, Ambitionen, Gedanken und die wichtige Rolle der mitteleuropäischen Fotografie in der Weltkultur des 21. Jahrhunderts. Also ich lade Sie sehr herzlich ein und ich gratuliere meinem Kollegen, Herr Direktor Anselm Barányi, für Auswahl dieser schönen Ausstellung. Sehr geehrte Damen und Freunde, liebe Gäste, ich möchte Sie sehr herzlich heute vom Collegium Hungaricum begrüßen und sehr herzlich auf die außergewöhnliche Ausstellung hier in diesem Haus einladen, der New Visegrad Photography. Heuer begehen wir den 30. Jahrestag der Gründung der Visegrad-Gruppe und ich bin sehr dankbar meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Collegium Hungaricum, Slowakischen Kulturinstitut und Tschechischen Zentrum, dass gemeinsam in Kooperation wir können hier unsere Kultur österreichischen Publikum sehr herzlich Ihnen auch präsentieren. Heuer, wie ich schon erwähnt habe, in diesem Haus, im Collegium Hungaricum, eine außergewöhnliche Ausstellung der jungen Künstlerinnen und Künstler der Visegrad-Länder, die New Visegrad-Fotografie. Ich bin sehr dankbar meinen Kolleginnen und Kollegen der Visegrad-Länder hier und Kulturinstituten in Österreich, dass in gemeinsamen Kooperation wir unterstützen junge Künstler und Künstlerinnen, dass wir die Vielfältigkeit unserer Kulturen österreichischen Publikum präsentieren dürfen. Wie ich schon erwähnt habe, heuer in diesem Haus im Collegium Hungaricum eine außergewöhnliche Ausstellung, die New Visegrad Fotografie. Fotografie präsentiert, was ändert. Fotografie präsentiert auch die Wirklichkeit und die Vielfältigkeit. Ich hoffe, dass wenn Sie hier zum Collegium Hungaricum kommen würden, würden Sie diese Vielfältigkeit auch genießen. Besonders für mich wichtig ist, dass auf dieser Ausstellung auch die jungen Künstlerinnen und Künstler aus Polen präsentiert sind. Das sind die Studentinnen und Studentinnen der Universität der Bildenden Künste aus Posen. So, meine liebe Freunde, liebe Gäste, Kulturinstituten, ich möchte Sie sehr herzlich zum Collegium Hungaricum einladen und bitte genießen Sie die Kunst, wie sie Kunst ist. Vielen herzlichen Dank.